Die Schlacht bei den Thermopylen dürfen die meisten kennen. Falls es euch nichts sagt, es ist die historische Schlacht, auf dem der Film 300 basiert. Und ja, keine Frage, der Film nimmt sich sehr viele künstlerische Freiheiten heraus und ist beim besten Willen keine historische Dokumentation. Es ist aber ohne Diskussion ein nicer Film und unterhält richtig gut, wenn man Actionfilme mit historischer Grundlage mag. Ich könnte den Film noch 20 Mal in der Woche anschauen und würde immer noch geflasht da sitzen. Aber auch wenn der Film sich viele Freiheiten herausnimmt, stimmen doch die groben Eckdaten. 300 Spartiaten kämpften an den Thermopylen, auch wenn sie bedeutend mehr Verbündete hatten, die mitgekämpft haben, als im Film. Auch die Zahl der Perser ist in dem Film mit allergrößter Wahrscheinlichkeit stark übertrieben. Zwar waren die Perser den Verteidigern unter König Leonidas sehr, sehr überlegen, aber dennoch dürfte die Zahl von 1 Million Persern doch hart übertrieben sein. Ich werde jetzt in diesem Video die Schlacht nicht im Detail durchgehen, das ist ein Video für ein anderes Mal. Aber die groben Eckdaten, die stimmen in etwa. Eine kleine Armee, unter denen auch die 300 Spartiaten sind, steht unter dem Kommando von König Leonidas. Ein strategisch guter Ort für die Schlacht wird von König Leonidas ausgewählt und dort wird Stellung bezogen. Genauer gesagt bei den Thermopylen, einem Engpass, in dem die zahlenmäßige Überlegenheit der Perser gut ausgekontert werden kann. Am ersten Tag der Schlacht wird der Pass von den Verteidigern gehalten. Und auch am zweiten Tag wird der Pass sehr effizient verteidigt, aber ein Verräter zeigt Xerxes und seinen Truppen einen Weg, wie die Perser die Thermopylen, also diesen Engpass, der den zahlenmäßigen Vorteil der Perser auskontert, umgehen können, und die Perser schicken Truppen dorthin. Die Truppen, die Leonidas stationiert hat, um den Weg dort freizuhalten, fliehen, wodurch klar wird, die Verteidiger an den Thermopylen werden spätestens am nächsten Tag von zwei Seiten angegriffen. Leonidas befiehlt den Rückzug für den größten Teil der Armee und bleibt nur mit einer Handvoll Truppen, unter anderem die Überlebenden der 300 Spartiaten, zurück. Jetzt passiert aber etwas Interessantes. Denn ab diesem Punkt gibt es zwei unterschiedliche Darstellungen, was genau passiert ist. Die erste historische Darstellung deckt sich noch relativ stark mit dem Film, zumindest in seinen gröbsten Punkten. Die Spartiaten und die letzten Verteidiger, die zurückgeblieben sind, bleiben für eine letzte Schlacht, werden jetzt aber von zwei Seiten angegriffen. Sie kämpfen eine letzte Schlacht, bei der aber alle sterben. Nur, wie gesagt, ist das nicht die einzige Version. Denn diese Beschreibung der Schlacht kommt von dem Geschichtsschreiber Herodot und auf dieser Version basiert auch der Film. Aber diese zweite Version, naja, sie deckt sich zwar in den meisten Punkten mit allem, was wir bisher beschrieben haben, aber bei der Frage, was bei dieser letzten Schlacht am dritten Tag passiert ist, nachdem Leonidas den meisten Verteidigern den Rückzug befiehlt, da geht es ziemlich stark auseinander. Diese alternative Darstellung kommt von dem Geschichtsschreiber Diodor. Er kritisiert sogar ziemlich direkt Herodot für diese Darstellung des dritten und letzten Tages. Es ist also nicht nur jemand, der unabhängig von Herodot sagt, so und so lief es ab, sondern aktiv und bewusst frei übersetzt sagt, du reiß dich zusammen, deine Darstellung stimmt nicht. Mehr noch, er wirft Herodot sogar vor, dass dieser bewusst die wichtigste und mutigste Aktion von Leonidas gar nicht erwähnt hat. Laut Herodot und seiner Bibliotheca Historica erinnert die letzte Schlacht am dritten Tag mehr an Assassin's Creed als an 300. Denn in seiner Darstellung schleichen sich die Truppen unter Leonidas Führung in das Lager der Perser in der Nacht. Sie schleichen sich sogar relativ weit vor in das Lager dafür, dass es ja eine kleine Armee war, die sich reinschleicht. Was halt nicht so einfach ist. Ihr Ziel war es nämlich, König Xerxes direkt in seinem Zelt anzugreifen und ihn zu töten, so dass sie den obersten Anführer der Perser ausschalten, um die Invasion zusammenbrechen zu lassen. Wenn ihr jetzt denkt, nö, das passt ja mal gar nicht, Nacht- und Nebelaktion, niemals, Spartaner waren ehrenvolle Kämpfer, die nur auf dem Schlachtfeld ihre Gegner konfrontieren. Nee, sorry euch zu enttäuschen, aber die Spartiaten hatten sogar eine Art Geheimdienst, die Krypteia, in der ihre besten Kämpfer ausgebildet wurden, um diese Art des Guerillakampfes zu erlernen und die Nacht zu ihrem Vorteil auszunutzen. Dazu kommt, by the way, dieses Wochenende noch ein größeres Video mit mehr Details. Wenn ihr da also Interesse habt, schaut gerne rein. Jedenfalls. Natürlich kann man noch so gut darin sein, sich bei Nacht ungesehen fortzubewegen. Mit einer kleinen Armee wird man halt trotzdem irgendwann gesehen. Selbst wenn man Wachposten um Wachposten meuchelt und unbemerkt ausschaltet. Und logischerweise wird die Anzahl der Soldaten und Wachen immer höher, je näher man sich dem Herzen eines Militärlagers nähert. Entsprechend wurden die Spartiaten und ihre verbleibenden Verbündeten irgendwann entdeckt. Jetzt gab es aber einen großen Vorteil für Leonidas und seine Truppen. Zwar hat der König Leonidas den Rückzug für den größten Teil der Armee befohlen, das lag aber nur wenige Stunden zurück und die Nachricht war noch nicht bei den Persern angekommen. Aus
ihrer Perspektive war die gegnerische Armee plötzlich mitten in ihrem Lager und es brach Panik aus. Vergesst nicht, aus der Sicht eines Persers war es nicht nur irgendeine Armee, es war eine Armee, die sich wie wahnsinnig verteidigt hatte und sich Welle um Welle einer völlig überlegenen Weltmacht widersetzt hatte. Auch wussten nicht alle Soldaten, dass an diesem Tag endlich ein Weg hinter die feindlichen Linien gefunden worden war. Selbst diejenigen, die es wussten, dachten sich wahrscheinlich, Alter, jetzt machen die eine letzte Offensive, mit der keiner gerechnet hat. Deswegen dachten die meisten Perser, dass die Spartaner mitsamt all ihrer je nach Quelle 4000 bis 7000 Verbündeten plötzlich mitten in ihrem Lager standen. Gleichzeitig waren viele Perser noch am Schlafen gewesen. Es war auch Nacht, man sah also nicht wirklich. Es gab keine Koordination, keine klare Führung oder Schlachtordnung. Und was eine Schlachtordnung einzunehmen für die Perser weiter erschwerte, sie wussten nicht einmal, was das Ziel der Truppen von Leonidas war, um eine Verteidigung um das Zelt von Xerxes zusammenzuziehen. Auch soll es inmitten des Chaos dazu gekommen sein, dass Perser sich untereinander angriffen, weil sie sich im Durcheinander und in der Nacht für Gegner hielten. Und auf der anderen Seite waren die Spartiaten und ihre Verbündeten in Formation und voller Kampfmontur in der Offensive. Große Mengen an Persern wurden laut Diodor niedergemetzelt und es kam zu einem gewaltigen Blutbad, während sich Leonidas und seine Truppen zum Zelt von Xerxes vorkämpften. Als die Spartiaten und ihre Verbündeten schließlich beim Zelt von Xerxes ankamen, war das Zelt aber leer. Xerxes war nämlich geflohen, als das ganze Chaos anfing. Leonidas und seine Truppen metzelten sich durch die verschiedenen Bereiche des Lagers auf der Suche nach Xerxes. Erst als es langsam Tag wurde und Tageslicht den Persern offenbarte, dass die Spartiaten nicht mit all ihren Verbündeten vor Ort waren, wurde den Persern klar, die Anzahl der Spartiaten ist relativ klein und sie sind umzingelt von uns. Wie bereits erwähnt, sind die meisten Punkte in beiden Darstellungen sehr ähnlich, aber dieser dritte Tag hat ziemlich unterschiedliche Versionen. Und es war nicht nur Diodor, der Herodot für seine Darstellung kritisiert. Ein weiterer berühmter Chronist kritisiert Herodot für seine Version ebenfalls. Plutarch nämlich, aber er kritisiert Herodot allgemein sehr gerne. Er hat wortwörtlich eine Schrift mit dem Titel Über die Bosheit des Herodot. Ja. Aber auch Plutarch bekräftigt die Darstellung von Diodor. Das lässt uns mit einer offensichtlichen Frage zurück. Was denn jetzt? Wieso wird in der Geschichtsschreibung fast immer nur die Version von Herodot erzählt? Ist das die wahre Version? Wenn nicht, wieso hören wir so selten von der anderen Darstellung? Die Antwort? Weiß der Teufel wieso. Das Ding ist, beide Geschichtsschreiber gelten als relativ zuverlässige Quellen. Die wenigen archäologischen Funde, die wir haben, bestätigen eigentlich nur das, worin beide Darstellungen sich sowieso schon einig sind. Über den genauen Ablauf des dritten Tages sagen uns die archäologischen Funde also nicht wirklich viel. Ein Argument, das für Herodot spricht, wäre vielleicht, dass er zu einer Zeit lebte, die viel näher an der Schlacht bei den Thermopylen war. Aber da kann man das Gegenargument anführen, dass Herodots Beschreibungen gerade bei der Anzahl der Truppen und der verschiedenen Details zu den Bündnissen und Verhältnissen zueinander Dinge enthielten, die eher als falsch eingestuft werden. Sprich, das Argument, ja, aber Herodot lebte näher an den Ereignissen, ist kein wirkliches Ausschlusskriterium. Außerdem spricht sehr vieles dafür, dass Diodor als Quelle den Historiker Ephoros von Kimena, jemanden, der ebenfalls relativ zeitnah zu der Schlacht an den Thermopylen gelebt hat und in einigen Aspekten auch als viel genauer und glaubwürdiger als Herodot gilt. Die kurze Antwort ist also, wir wissen nicht wirklich, welche der beiden Darstellungen näher an der Realität ist. Aber wieso haben dann Historiker sich für Herodots Darstellung entschieden? Antwort: haben sie gar nicht so wirklich. Historiker, die sich auf dieses Fachgebiet spezialisiert haben, sind da sehr unterschiedlicher Meinung, welche Version glaubwürdiger ist. Dass wir glauben, dass Herodots Darstellung diskussionslos die richtige ist, ist eher etwas, was im allgemeinen Bewusstsein verankert ist. Es ist halt schlicht und einfach in der breiten Masse die meist akzeptierte Meinung. Dass der Film 300 diese Version gewählt hat, hat aber meiner Meinung nach definitiv stark dazu beigetragen, dass diese Meinung von den meisten Nicht-Historikern als die einzig wahre akzeptiert wird. Nicht falsch verstehen. Selbst die meisten Historiker würden diese Version erzählen, wenn jemand sie danach fragt. Schlicht, weil auch Historiker nicht alles wissen und sich nicht zu jedem Thema mit allen Quellen auseinandersetzen können. Würde man aber Historiker fragen, die ihr Spezialgebiet im antiken Griechenland haben oder sogar direkt in der Geschichte Spartas, würde man sehr wahrscheinlich sehr unterschiedliche Meinungen hören, was von diesen zwei Versionen denn jetzt stimmt. Die verbreitetste Meinung ist aber, dass es eine Mischung beider Versionen war und uns einfach sehr viel Infos fehlen, um das ganze Bild zu verstehen. Dass die Spartaner ihrerseits kaum schriftliche Zeugnisse hinterlassen haben und wir uns vor allem auf Darstellungen von anderen, die über die Spartaner geschrieben haben, verlassen müssen, erschwert das Ganze natürlich. Aber ja, das war's dann auch schon. Und wie schon gesagt, werde ich dieses Wochenende noch ein Video herausbringen, das sich mit der Kryptäa, also im Entferntesten dem Geheimdienst Spartas, auseinandersetzen wird. Wenn ihr da Interesse habt, schaut gern rein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Wenn ihr euch weiter einlesen wollt, habe ich Bücher und Links unten, die zu mehr Infos führen. Damit wäre es aber auch schon für dieses Video gewesen. Like, Kommentar, bla bla bla, das ganze Zeug geben.
Ach ja, und das mit dem Links und alles, das ist ja natürlich einfach auf, halt auf YouTube. Das gibt's auf TikTok schlicht und einfach leider nicht. Fände ich aber nice, wenn man auf TikTok endlich auch mal ein bisschen Quellen besser einfügen könnte. But TikTok's gotta do what TikTok's gotta do. Ja, ich laber zu viel. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Cheers.